Herzlich willkommen, lieber Fisch, zu einem weiteren Kurzvideo für dich. Wer kommt, was kommt? Schauen wir uns an, welche Energien auf dich zukommen. Die Fische, wer kommt, was kommt? Sie sagen, bleibe in deiner Mitte. Es lohnt sich. Bleib in deiner Mitte, es lohnt sich. Die Fische. Sie sagen, wunderbare Energien stehen dir zur Verfügung. Ein Portal öffnet sich. Du brauchst nur hindurchgehen. Du brauchst nur aus diesen Energien schöpfen. Zweifle nicht. Wow, das waren zu viele. Ich nehme jetzt die ersten beiden, die hier mich direkt anschauen. Ja, es geht um die Leidenschaft. Zu was committest du? Was verdient dein Fokus? Was verdient deine Aufmerksamkeit? Also, wir haben hier als erstes Zwilling, Schütze, Jungfrau, Steinbock. Für die Sternzeichen, die mit dir interagieren können, lieber Fisch. Zu was committest du? Es geht darum, definitiv zu überlegen, was willst du, was möchtest du, nicht was wollen die anderen. Vor allem geht es darum, die Muster zu erkennen, die Mechanismen zu erkennen, die andere Menschen anwenden, um dich eventuell, wir gehen mal davon aus, unabsichtlich zu manipulieren, beziehungsweise die auch sagen, sie sind auf dich angewiesen, auf deine Hilfe angewiesen. Definitiv möchtest du oder spürst du in dir, dass du mehr Leichtigkeit möchtest, mehr Passion, mehr Leidenschaft im Leben. Und ich glaube, du wirst für dich selbst eine Grenze aussprechen, inwieweit Menschen von dir nehmen können oder dürfen. Im Speziellen, falls du mit einer Jungfrau und oder einem Feuerzeichen zu tun hast, kann aber auch ein anderes Erdzeichen sein, da geht es darum, dass du, lieber Fisch, die Aufmerksamkeit von diesen Personen, egal ob weiblich oder männlich, komplett abziehst und dich wirklich auf dich fokussierst, auf dich konzentrierst, was will ich. Gut möglich, dass ein Zwilling auf dich zukommt, ein Zwilling, der ich höre recht schüchtern ist, doch dieser Zwilling möchte dir Gutes tun, möchte mit dir zusammen aus dem Vollen schöpfen des Lebens, jawohl. Und hier haben wir die zwei der Kelche, die Seelenverbindung, die du definitiv mit dem Zwilling hast, kann aber auch natürlich ein anderes Luftzeichen sein. Definitiv kommt in diesem Portal, das sich dir öffnet, eine Seelenverbindung zum Vorschein. Ein Mensch kommt auf dich zu und es ist, als würde dieser Mensch dich im Ganzen erkennen, dich im Ganzen sehen, du diesen Menschen ebenfalls und als ja, würde man sich schon über einige Leben
kennen. Ich höre den Satz, einer wird aussprechen, einer von euch beiden, na endlich habe ich dich gefunden oder wiedergefunden. Du möchtest Commitment, du möchtest committen, aber zu Neuem. Noch eine Karte für die Fische, bitte. Es wird leichter, lieber Fisch. Es wird definitiv leichter. Ja, du wirst Zusammenhänge erkennen, du wirst in dich gehen und eben, wie gesagt, Grenzen aufweisen, eigene Grenzen überwinden, auf dass du diese Verbindung eingehen kannst, dich eröffnest. Lieber Fisch, ist doch spannend. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao.